Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch einen Designvorschlag machen und zwar mit der neuen Bubble-Technik. Den Tipp, den ihr hier jetzt gerade seht, das war mein Studio-Klassiker zu Weihnachten. Der lief so, so gut und ich möchte dieses Design, was jetzt schon etliche Jahre alt ist, einmal ja refreshen mit den Techniken, die es heutzutage gibt. Ja, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, also bleibt auf jeden Fall dran. Zunächst einmal, also als Grundlage, brauchen wir einen Farbverlauf. Den arbeite ich hier jetzt einmal mit dem One-Stroke-Gel Lady Red, weil das, wie ich finde, so ein richtig schönes weihnachtliches Rot ist. Ihr könnt natürlich auch ein Gold zum Beispiel verwenden oder was auch immer ihr möchtet. Für dieses Design war wirklich Rot oder halt so ein rötlicher Ton immer der Knaller gewesen. Und dafür nehme ich jetzt diesen Pinsel und arbeite mir das in mein Make-up-Gel nach oben. Das Make-up-Gel müsst ihr natürlich nicht auftragen. Ich finde nur, dass dann das Design immer auf so einem Tipp besser zur Geltung kommt. Je nachdem, wie ihr das braucht, könnt ihr natürlich auch eine Nagelbettabdeckung an euren Nägeln machen oder an eurem Modell, wie auch immer. So. Jetzt habe ich mir das so ein bisschen nach oben getupft und lasse aushärten und mache dann mit der spannenden Bubble-Technik weiter. Ich werde nämlich für die Bubble-Technik, ihr seht das hier vielleicht auf diesem Tipp, dort habe ich so einen Glitzerverlauf gemacht und das möchte ich jetzt hier an diesem Tipp mit dieser Bubble-Technik gestalten. Ich habe mir hierfür einen alten Kaffeebecher genommen und wirklich nur so ein Schnapsgläschen, wenn überhaupt nicht ganz ein Schnapsgläschen Wasser, ein halbes Schnapsglas Wasser genommen und relativ viel Spülmittel, das dann richtig gut geschüttelt, sodass ich eben extrem Schaum erhalte. Ich würde euch empfehlen, kein Shampoo oder so zu nehmen, weil ich denke mir, durch die Pflegestoffe könnte es dann eventuell zu Haftungsschwierigkeiten kommen. Und da wir bei einem Spülmittel ja Fettlöser drin haben, denke ich mir, ist das die bessere Variante. Und um diesen Bubble-Effekt zu erzielen, brauchen wir ein Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Ich nehme jetzt hier einmal den Art Gloss Aqua. Den trage ich mir jetzt auf meinen gesamten Nagel auf und achte aber darauf, dass ich dann eben meinen Seifenschaum nur dort auftrage, wo ich ihn auch hinhaben möchte, und zwar in diesem Bereich hier. Und ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ist auch mein erster Versuch. Ihr seid also live dabei. Jetzt nehme ich mir hier so einen Pro-Pusher und nehme mir etwas Schaum aus meinem Becherchen. Und platziere den in den feuchten Versiegler. Also ihr dürft den vorher nicht aushärten. Ihr müsst das in den feuchten Versiegler geben. Und jetzt versuche ich mir den Schaum hier mal so ein bisschen rauszuziehen. Das funktioniert offenbar nicht ganz so gut, aber ich möchte dann mit Pigment arbeiten und dann erziele ich garantiert den gewünschten Farbverlaufseffekt. Ja, und ich würde mal sagen, so werde ich das jetzt einmal in die Lampe geben. Man muss das jetzt nämlich mit dem Schaum drauf aushärten lassen. Siehe da, nach 90 Sekunden Aushärten haben wir den gewünschten Bubble-Effekt. Und ich glaube, ihr könnt das auch wirklich sehr gut erkennen. Ich ditch da jetzt mal drauf. Also wir haben jetzt hier keine Schaumreste mehr. Das ist wirklich fest, also so eine raue Oberfläche. Und da werde ich jetzt mal versuchen, hier den Gratis Holo Pigmentglitzer einzutupfen, um diesen Effekt eben noch so ein bisschen besser rauszuholen, also dass man das eben sieht. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich denke, ihr könnt das hier hoffentlich gut sehen. Also ich finde, der Effekt kommt mit diesem Pigment eben noch besser zur Geltung. Es glitzert und dieser Blaseneffekt wird halt noch besser sichtbar. Also man muss das jetzt natürlich nicht mit diesem Glitzer noch versehen, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön. Ich halte es euch auch noch mal dichter dran. Seht ihr das? Also das ist jetzt dieser Bubble-Effekt. Ich werde das jetzt noch einmal wegen dem Pigment einfach noch mal 60 Sekunden aushärten lassen und dann werde ich mal einen Aufbau arbeiten. Ich habe jetzt, bevor ich den Aufbau arbeite, noch einmal drüber gecleanert, weil ich festgestellt habe, dass das Pigment nicht angehärtet war. Allerdings war ich auch ungeduldig und habe nur 30 Sekunden angehärtet. Also da muss man mal schauen, ob das an der Anhärtungszeit
liegt oder eben an dieser Technik, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wenn man abgecleanert hat, sieht es trotzdem noch aus, wie eben dieser Bubble-Effekt so aussehen sollte. Und das Pigment sitzt auch dort, wo es hingehört. Ich habe jetzt hier einmal den Aufbau in Form gefeilt und ich hoffe, ihr seht, wie schön dieser Bubble-Effekt jetzt auch in mattem Zustand zur Geltung kommt. Und genau aus diesem Grund klebe ich jetzt schon mal ein paar Schneeflocken, denn wir haben ja hier unser altes Design, dort habe ich auch mit Schneeflocken gearbeitet. Ich möchte das Ganze jetzt aber matt gestalten und dann einen rot glänzenden Tannenbaum oben drüber gestalten. Und ich suche mir hier jetzt ein paar Schneeflöckchen aus. Ich möchte eine weiße Schneeflocke und eine goldene Schneeflocke setzen. Die weiße setze ich hier oben in dem Nagelbettbereich. Da müsst ihr natürlich dann schauen, wie viel Platz ihr letztendlich auf eurem Nagel habt. Und eine goldene, die klebe ich mir jetzt hier auf das Rot mit drauf. Und dann nehme ich mir meinen matten, also meinen Seidenmattversiegler. Ich hoffe, das reicht jetzt hier noch, was ich im Tiegelchen habe. Und werde damit dann eben matt versiegeln, so dass wir einen schönen Effekt haben nachher mit dem Mix aus glänzend und matt. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Variation wie das, was ich vor Jahren mal als Studioklassiker hatte, aber ich denke, das könnte auch sehr, sehr vielen gefallen, gerade auch mit dieser neuen Bubble-Technik, die ja jetzt so mega angesagt ist. Und ja, wenn wir das jetzt einmal gemacht haben, lassen wir wieder aushärten. Und wenn wir das einmal als Zwischenergebnis haben, jetzt könntet ihr zum Beispiel diese Airbrush-Schablone benutzen. Ich habe mich kurzerhand umentschieden und werde euch das jetzt freihand einmal zeigen, weil eben nicht jeder Airbrush-Schablone zu Hause hat. Es ist im Prinzip sehr simpel. Als Anfangspunkt für mein Tannenbäumchen setze ich hier so ein kleines Dreieck. Das muss nicht symmetrisch sein, also macht euch da keinen Kopf. Nur so in etwa so ein kleines Dreieckchen. Und jetzt beginne ich mit meinem Striper-Pinsel Schnupsels zu malen. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, was ich mit Schnupsel meine. Das sind hier diese kleinen Mini-Schnörkelis. Und zwar, man hat viel Produkt vorne an der Pinselspitze, setzt einmal an und zieht sich dann so eine Art Tropfenform. Und so gestalte ich mir jetzt meinen Tannenbaum, indem ich mit meinen Schnupsels immer breiter werde und so einen extrem einfachen Tannenbaum gestalte, der aber wirklich echt putzig aussieht, wie ich finde. Also ich liebe diese Art, einen Tannenbaum zu malen. Es geht zumal sehr schnell und hat halt eben einen sehr schönen Effekt. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut. Und ja, ich denke, es ist auch eigentlich für jeden relativ einfach nachzuarbeiten, wenn man den Bogen raus hat. Also man muss wirklich im unteren Bereich dann einfach immer breiter werden. Und wenn man dann genug Etagen gemalt hat und sich denkt, okay, so darf der Tannenbaum bleiben, dann malt man einfach noch, wenn man möchte, so ein kleines Viereck als Stamm hin. Und ist auch schon fertig mit dem Tannenbäumchen. Und ja, so sieht mein Tannenbaum jetzt einmal aus. Und als Sternchen oben mache ich einfach einen großzügigen Punkt, also einen Gelklecks. Dann streife ich überschüssiges Gel vom Pinsel ab und ziehe mir so kleine, feine Linien raus, einfach so wie so einen Glanzstern, könnte man sagen. Ihr könntet hier jetzt natürlich dann auch noch einen Sticker verwenden und einen richtigen Stern dran setzen, wenn ihr mögt. Mir reicht das jetzt hier so in dieser Art und Weise. Und so lasse ich einmal 60 Sekunden aushärten. So, meine Lieben, das sind jetzt die Endergebnisse, beziehungsweise das eine Endergebnis. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Design euch besser gefällt, heute oder damals oder einfach beide. Selbstverständlich könnt ihr auch das neue Design einfach glänzend versiegeln. Ich hoffe, ihr seht diesen Bubble-Effekt. Ich finde das ganz wunderbar. Also jetzt hier, wo es vor mir liegt, sehe ich das richtig deutlich.
deutlich und ich finde es einfach super schön, weil es eben auch so ein bisschen was von Schneeflocken hat, wie ich finde. Und ja, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal gerne kostenlos und folgt mir zusätzlich auch noch auf Instagram. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald!